Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wundert euch nicht, es könnte ab und an mal ein bisschen kluckern. Ich habe hier meine Wärmflasche auf den Schoß, weil mir ist ein bisschen kalt. Aber ich wollte mich davon jetzt nicht abhalten lassen, dieses Video zu drehen, weil es einfach schon so lange geplant ist und jetzt einfach der Moment günstig ist, an dem ich dieses Video endlich drehen kann. Und ich wollte es einfach nicht noch länger auf die Bank schieben, weil ich mich eigentlich sehr darüber freue, euch dieses Buch vorzustellen und mit euch über dieses Buch zu sprechen und vor allen Dingen dann auch im Anschluss vielleicht mit euch darüber diskutieren, ob es jemand schon gelesen hat und wie es demjenigen dann entsprechend gefallen hat. Das würde mich wie immer interessieren, aber das wisst ihr ja. Aber welches Buch meine ich denn? Und zwar rede ich von dem aktuellen Buch von dem Autoren Mark Ellsberg mit dem wunderbaren Titel Der Fall des Präsidenten. Dieses Buch wurde am 1. März 2021 veröffentlicht, also noch nicht allzu lange her, so anderthalb Monate ungefähr, und ist im Long Valley Verlag erschienen. Dieses Buch hat insgesamt 604 Seiten, also schon sehr seitenstark, aber ich finde, dass sich jede Seite tatsächlich aus meiner Sicht sehr gelohnt hat. Dieses Buch wurde mir freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzlich bedanken, dass ich dieses Buch erhalten habe und nun mit euch besprechen kann. Denn ich habe mich sehr gefreut auf dieses Buch, habe schon sehr hingefiebert in meiner kleinen Bücherblase, in den Social Media Kanälen. Habe ich das Buch schon sehr, sehr oft gesehen und habe mich diesbezüglich auch sehr gefreut, dass es jetzt kommt und dass ein neuer Mark Ellsberg erschienen ist, weil ich ja schon Blackout von ihm gelesen hatte und mir das damals auch schon sehr, sehr gut gefallen hat und ich jetzt sehr, mich gefreut habe auf dieses Buch. Aber um was geht es denn in Der Fall des Präsidenten? Die Protagonistin Dana arbeitet für den Internationalen Gerichtshof und soll eine einfache Festnahme am Athener Flughafen durchführen. Die Aufgabe klingt eigentlich sehr einfach, wenn es sich bei dem Mann nicht um einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt, was die ganze Sache etwas komplizierter und prekärer macht. Dana zieht eigentlich ihre Aufgabe sehr professionell durch, kann sich bei der Festnahme aber leider nicht so richtig im Hintergrund halten und zieht damit so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Presse auf sich. Ja, und dann, so wie es der Zufall auch so will, muss Dana auch noch Aufgaben übernehmen, was ihr so ein bisschen den Gegner gegenüberstellt, der alle Mittel zur Verfügung hat und so ein bisschen mutet es an wie der Kampf zwischen David und Goliath, aber naja, so richtig beschreibt es das nicht, aber es hat schon so einen kleinen Charakter, aber das so zum Inhalt des Buches, ich denke, das beschreibt es so ganz gut, was den Inhalt des Buches widerspiegelt und ich möchte euch tatsächlich nicht so viel verraten, einfach weil es sich ja um einen Thriller handelt. Und ich finde, bei Thriller muss man halt immer relativ vorsichtig sein, was den Inhalt, die Inhaltsangabe anbelangt, weil man will ja immer nicht so viel verraten und ich möchte euch auch ungern die Spannung nehmen. Kommen wir aber zu meiner Meinung zu diesem Buch. Wie ich am Anfang schon bereits gesagt habe, habe ich mich sehr gefreut auf dieses Buch und habe dem 1.3. sehr entgegengefiebert, wo dieses Buch veröffentlicht wurde. Und ich merkte so immer mehr, wie mit der Freude auf dieses Buch auch meine Erwartungen natürlich gestiegen sind. Mir hat Blackout schon sehr gut gefallen und auch das hat nochmal irgendwie ein Stück weit auch meine Erwartungen angehoben. Und was mir dann am Ende tatsächlich sehr, ein bisschen Angst gemacht hat, dieses Buch zu lesen und mich auch davon so ein bisschen zögern lassen, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Weil wir wissen ja alle, umso höher die Erwartungen sind, in der Regel wird dann auch das Buch und die Geschichte nicht ganz so überzeugend, beziehungsweise wird man da relativ schnell enttäuscht. Aus dem Grund hatte ich einfach so ein bisschen Angst, dieses Buch zu starten, aber ich habe es dann irgendwann überwunden, weil ich halt auch einfach neugierig geworden bin und muss sagen, dass meine Erwartungen tatsächlich nicht enttäuscht worden sind. Das nur so vorweg. Und ich hier einen ganz, ganz typischen Mark Ellsberg bekommen habe. Mit seinen ganz
typischen Grundelementen, die er hat, mit seiner Spannung, die er aufbaut, mit seiner Dramaturgie, die er aufbaut. Einfach eine klassische Geschichte, wie sie Mark Ellsberg schreibt, um uns Leser zu unterhalten, was ich ganz großartig finde. Die Geschichte wird in einem sehr rasanten Tempo erzählt. Sie wird aufgeladen mit Spannung und sie hat tatsächlich ein Stück weit auch den Stil eines Page-Turners, ich finde ja immer, Page-Turner hat so einen negativen Touch so in dem Wort, jedenfalls fühlt es sich für mich immer so an, aber streckenweise konnte man tatsächlich einfach das Buch nicht aus der Hand legen, man muss es einfach weiterlesen und die Seiten flogen tatsächlich nur so dahin. Und ich finde, dass Mark Ellsberg es schafft, den Leser mit dieser knisternden Spannung oder dieser Spannung, die man fast greifen kann, tatsächlich an der Stange zu halten, ihn immer wieder ja, ein Stück weit auch außer Atem zu bringen und immer wissen zu wollen, wie es weitergeht. Das ist so das, was Mark Ellsberg tatsächlich richtig gut kann und bisher wurde ich da auch nie enttäuscht, was seine Bücher angeht. Aber bei diesem Buch habe ich tatsächlich noch gemerkt, dass Mark Ellsberg es auch schafft, seine Leser bei der Stange, oder jedenfalls mich bei der Stange zu halten, wenn die Momente so ein bisschen ruhiger werden. Wenn ja, man als Leser so ein Stück weit auch aus Luft holen kann und sich vielleicht so ein bisschen wieder beruhigen kann, was die Spannung angeht. Auch da schafft es Mark Ellsberg tatsächlich, ja, den Leser oder jedenfalls mich bei der Stange zu halten, was ich ganz großartig finde, weil manchmal hat man das ja bei Spannungsbüchern, dass man, wenn es so ruhig wird, dass es sich dann so zieht wie ein Kaugummi und dass man am liebsten wieder in diese Spannungsszenen hineinkommen will, damit die Seiten einfach nur so fliegen. Aber ich finde auch, dass die ruhigen Momente ja sehr, sehr gelungen sind, dass sie mich abgeholt haben, dass sie mich zum Luft holen, mir die Zeit gegeben hat und das fand ich sehr, sehr großartig. Das ist mir bei Blackout tatsächlich noch nicht so aufgefallen, aber hier in der Fall des Präsidenten definitiv. Eins muss ich natürlich sagen, dass der Fall des Präsidenten etwas ruhiger ist, nicht ganz so spannungsgeladen wie Blackout damals, aber hier muss man zugute halten, dass wir hier einfach eine ganz andere Ausgangslage haben. Bei Blackout ist es ja so, dass der Strom komplett ausfällt und wir hier natürlich eine lebensbedrohliche Situation haben, was wir bei der Fall des Präsidenten natürlich nicht haben. Und von daher ist es für mich nicht ganz so schlimm gewesen, dass hier die Spannung nicht hier ganz so intensiv war, obwohl ich das ehrlich gesagt so ein Stück weit in Anführungsstrichen setzen möchte, weil hier ist definitiv eine sehr intensive Spannung da gewesen auch. Die Dramaturgie ist sehr intensiv, aber im Gegensatz zu Blackout natürlich nicht ganz so ja, spürbar bzw. nicht ganz so erforderlich, sage ich mal. Die Geschichte als solches fand ich wirklich richtig gut. Ich hatte richtig viel Freude bei der Geschichte und ich habe richtig viel ja, mitgefiebert. Ich war mittendrin im Geschehen. Also ich brauchte wirklich nur den ersten Satz zu lesen und ich war wieder mitten in der Geschichte, wenn ich sie unterbrochen hatte. Und ich mochte auch das Potpourri der jeweiligen Szenen. Also wir haben einige Gerichtsszenen hier dabei, wo man einfach merkt, dass wir in einem Gericht sind, dass dort einfach die Atmosphäre eine völlig andere ist. Dann haben wir Privatszenen von Dana, wie sie in ihrem Hotel ist und drüber nachdenkt und noch viele andere Szenen so in ihren privaten Momenten, aber dass da auch nochmal eine andere Stimmung ist. Und dann natürlich auch die klassischen, ja, Thriller-Action-Momente, sage ich mal. Ich setze mal in Anführungsstrichen, weil ich finde immer Action-Momente klingt ja irgendwie nicht passend. Aber ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Aber ich fand dieses Potpourri an diesen ja, Szenen sehr, sehr gelungen. Auch, dass man manchmal nicht wusste, welche Szene als nächstes kommt, beziehungsweise was uns denn als nächstes erwartet. Also, dass man immer so ein zufälliges Potpourri hat an Momenten, an Szenen, machte die Geschichte tatsächlich sehr, sehr spannend, sehr zum Teil auch unvorhersehbar. Sie hatte auch Momente tatsächlich, wo sie ein Stück weit auch vorhersehbar war, aber ich glaube, dass man eine Geschichte nicht zu 100% so gestalten kann, dass man
nicht weiß, was als nächstes passiert. Was ich persönlich nicht schlimm finde, weil ich fand, das passt ja alles ganz gut. Und die Momente, die wirklich wichtig waren, waren meiner Meinung nach nicht so vorhersehbar, dass man gleich zu Beginn wusste, wo das Ganze denn hinführt. Mir hat die Geschichte grundsätzlich gefallen, aber es gab auch noch eine Sache, die ich mir gerne noch mehr gewünscht hätte, die ich noch gerne noch mehr ausgearbeitet hätte. Und zwar ist es so, dass aufgrund dieser Festnahme des Präsidenten natürlich auch das Weltgeschehen so ein bisschen ins Wanken gerät. Die Weltpolitik muss sich daraufhin auch anpassen, beziehungsweise die amerikanischen Politiker oder der aktuelle Präsident setzt natürlich auch die europäische Regierung, das Europäische Parlament oder was auch immer, so ein bisschen unter Druck, und da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber das ist ja so ein bisschen der eigene Geschmack, was man gerne noch mehr lesen würde. Das kam mir hier tatsächlich zu kurz, aber ich kann bei knapp 600 Seiten auch verstehen, dass man nicht alle Handlungsstränge, die man hat, und Mark Erlsberg hat ja immer einige Handlungsstränge, nicht 100% ausarbeiten kann. Und ja, ich hätte es mir tatsächlich noch gewünscht, und für mich wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn dieses Buch tatsächlich noch 200 Seiten mehr gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz ist die Geschichte für mich klassisch rund gewesen, auch schon wie bei Blackout. Mir hat sie gefallen und ich habe schöne Stunden mit der Geschichte eigentlich an sich verbracht. Auch die Protagonisten haben mir grundsätzlich wieder gefallen. Was ich an Mark Erlsberg sehr mag, ist, er beschreibt eigentlich, so wie ich es finde, seine Protagonisten eigentlich gar nicht sehr. Also er überlässt viel dem Leser, sich die Protagonisten vorzustellen. Jedenfalls kommt es mir so vor, jedenfalls lese ich es so. Und nichtsdestotrotz schafft es Mark Erlsberg, seine Protagonisten sehr deutlich zu zeichnen und sehr farbintensiv, wie ich das gerne beschreiben muss. Also ich sehe Dana sehr deutlich von mir und ich sehe Dana immer noch sehr deutlich von mir. Aber auch alle Nebencharaktere, also die wirklich zentral sind, finde ich, schafft Mark Erlsberg sehr deutlich zu zeichnen. Er braucht dafür aber nicht viel Worte und man ist dabei wirklich immer so ein bisschen auf seine eigene Fantasie angewiesen, und aber nichtsdestotrotz sind sie so deutlich vor einem, weil manchmal hat man ja das, wenn die Protagonisten nicht sehr deutlich gezeichnet sind, dass sie dann auch sehr flach bleiben bzw. sehr blass bleiben und man nicht so einen wirklichen Bezug hat. Aber hier ist es so, dass ich Dana sehr an mein Herz geschlossen habe, mit ihr mitgefiebert habe, mit ihr mitgelitten habe und vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung nicht so richtig verstanden habe, auch von manchen Protagonisten vielleicht nicht so hundertprozentig verstanden habe, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich meine, man muss sich ja ein Stück weit auch an den Protagonisten und an den Charakteren so ein bisschen reiben, sich miteinander mit auseinandersetzen, und das machen ja Geschichten gerade besonders gut, wenn man sich mit den Protagonisten vielleicht nicht zu 100% ihre Meinung übereinstimmt, aber Dana und alle anderen Protagonisten fand ich sehr, sehr gut gezeichnet. Und ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass bei Mark Erlsberg oftmals ganz klassisch in Rollen eingeteilt wird, also wer ist gut, wer ist böse, aber hier war es so, dass er es geschafft hat, tatsächlich, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Das hatte man bei Blackout damals noch nicht, aber es sind ja noch einige Bücher dazwischen schon erschienen. Und ich finde, da hat er schon einen ganz schönen Sprung gemacht zwischen diesen Grenzen, dass er da das verwischen kann. Also was ist gut, was ist böse, finde ich richtig gut. Was mich natürlich jetzt noch sehr neugierig macht auf seine anderen beiden Büchern, ob man da die Entwicklung wirklich richtig mitverfolgen kann, dass er nicht ganz klassisch bei Gut und Böse bleibt. Was ich bei einem Thriller zum Teil aber auch nicht gar nicht schlimm finde. Ne? Wenn man die Seiten klassisch vergeben hat, wer ist gut, wer ist böse, passt eigentlich bei einem Thriller sehr, sehr gut. Aber mir hat es gefallen, dass die Grenzen hier so ein Stück weit auch verwischt sind. Beim Schreibstil muss man ganz klar sagen, dass
Mark Ellsberg ein Autor ist, der seine Leser gerne unterhalten möchte. Das sagt er auch in seinen Interviews und was ich eigentlich ein sehr gutes Ziel für seine Bücher finde. Und ich finde auch, dass er das absolut schafft, seine Leser zu unterhalten. Jedenfalls schafft es, mich zu unterhalten. Und das merkt man halt einfach auch am Schreibstil. Es sind keine Sätze dabei, die einem zum Stolpern bringen, wo man lange nachdenken muss. Man fliegt durch diesen Schreibstil einfach in die Geschichte hinein und hat einfach Freude beim Lesen. Also man muss jetzt nicht intensiv über einen Satz nachdenken und über die Bedeutung nachdenken, was ich überhaupt nicht thrille, was ich überhaupt nicht schlimm finde und für einen Thriller auch tatsächlich passend finde. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man hier nicht Gedankengänge drin hat, über die man nicht auch nachdenken kann. Das finde ich ganz, das findet man auch in Mark Ellsbergs Büchern, vor allem auch in Der Fall des Präsidenten, weil er ja mit einer Situation oder mit einem Gedankenkonstrukt arbeitet, wo wir alle gerne mal drüber nachdenken sollten, was denn eigentlich passiert, wenn man Menschen zur Rechenschaft zieht, die eine höhere Position innehaben und dass sie eben nicht alles tun und lassen können, was sie möchten. Und ja, das ist halt ein sehr leichter Schreibstil, ein Schreibstil, der in die Geschichte zieht, der einen in die Hand nimmt und einen durch die Geschichte führt und von daher für mich sehr passend als Thriller, aber man kann hier natürlich keine hohe literarische Schreiber erwarten, meiner Meinung nach. Was mir aber bei Der Fall des Präsidenten auch aufgefallen ist, und das ärgert mich schon ein bisschen, ist, dass hier doch der ein oder andere Rechtschreibfehler drin ist. Ich hoffe natürlich, dass in der zweiten Auflage die Rechtschreibfehler korrigiert werden, aber mir ist das jetzt schon in einigen Büchern aufgefallen, nicht nur in Der Fall des Präsidenten, dass immer häufiger Rechtschreibfehler in den Büchern zu finden sind. Bei den Übersetzungen sind es oftmals Redewendungen, die man so in dem Deutschen nicht sagen würde oder generell nicht sagen würde. Dazu kommt dann auch noch Rechtschreibfehler. Ich frage mich tatsächlich, woran das liegt. Woher kommt es, dass so viele Fehler durch die Korrektur fallen? Ich meine, es gibt ja so viele Korrekturprogramme und wenn man schreibt, dann schreibt man ja aber vermutlich nicht mehr mit der Hand. Also werden diese Fehler auch angezeigt. Und ich meine, manche Fehler zeigt ein Programm tatsächlich sehr gut an. Und klar, Grammatikfehler nicht zu deutlich kann das Programm nicht, aber Rechtschreibfehler, also wenn Buchstaben verdreht sind oder ja, fand ich eigentlich sehr schade, dass man hier doch den ein oder anderen Rechtschreibfehler auch gefunden hat. Aber ja, wahrscheinlich muss ich mich daran auch gewöhnen, dass das immer mal wieder vorkommt, was ich, wenn es mal ist, auch gar nicht schlimm finde. Aber ich finde irgendwie, das kam häufig davor, auch in Der Fall des Präsidenten. Ja, es ist, wie es ist. Ja, wie gesagt, ich mochte den Fall des Präsidenten sehr. Ich mochte die Geschichte sehr. Ich mochte die Art und Weise natürlich wieder, wie Mark Ellsberg seine Geschichten aufbaut. Ich muss hier natürlich noch eins sagen, dass auch Mark Ellsberg immer wieder so ein bisschen seine Geschichten gleich aufbaut. Ne? Also wir haben hier ein sehr ähnliches Muster. Mark Ellsberg arbeitet sehr gerne mit dem Wechsel der Sichtweisen beziehungsweise mit dem Protagonisten, was natürlich auch nochmal die Geschichte viel, viel schneller erzählt als eine normale Geschichte, wo wir nur einseitig die Geschichte erfahren. Aber wer sich darauf einlassen kann und wem das überhaupt nicht stört, und dem kann ich dieses Buch tatsächlich nur empfehlen. Aber ich kann auch grundsätzlich dieses Buch nur empfehlen, weil es bringt einfach sehr, sehr gute Lesestunden mit sich, sehr spannungsreiche Lesestunden. Und ein Buch, was sich tatsächlich ja, sehr lohnt zu lesen, worauf man sich freuen kann. Jedenfalls habe ich mich darauf gefreut und wurde nicht enttäuscht. Und ich kann euch ja jetzt zum x-ten Mal nochmal sagen, dass mir dieses Buch wirklich richtig gut gefallen hat und ich euch nur empfehlen kann. Mich würde zum Abschluss jetzt noch interessieren, ob ihr dieses Buch auch schon gelesen habt, ob ihr den Autoren Mark Ellsberg kennt, ob ihr ihn schon für euch entdeckt habt. Ich kann euch den Autoren
grundsätzlich jetzt erstmal nur empfehlen, weil ich habe damals auch schon Blackout gelesen und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, hatte sehr schöne Lesestunden mit Blackout. Hier ist es ja nochmal so, dass wir eine andere Ausgangssituation haben und hier tatsächlich nochmal so ins eigene Grübeln kommen, wie wir unser Verhalten ändern sollten, um vielleicht mit so einer Situation klarzukommen. Und hier haben wir eher so, so eine gesellschaftliche, Gedankenkonstrukt, aber nichtsdestotrotz kann man darüber auch definitiv sehr lange diskutieren und auch sehr grübeln, wie ich finde. Und von daher mag ich Mark Ellsbergs Bücher eigentlich sehr, sehr gerne, weil sie, obwohl sie ein Thriller sind, immer noch etwas beinhalten, wo man sehr gut drüber nachdenken kann. Was mich am Ende natürlich noch interessieren würde, ist, habt ihr denn das Buch schon gelesen? Habt ihr Der Fall des Präsidenten schon für euch entdeckt? Und wie ist dann eure Meinung zu diesem Buch? Hat es euch ebenfalls so gefallen wie mir? Dann schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren. Und für alle anderen setzt es doch auf eure Wunschliste, weil ich finde, es lohnt sich definitiv. Oder geht in den nächsten Buchhandel nach einem Spaziergang. Mehr ist ja aktuell nicht wirklich möglich. Aber man kann definitiv noch in den Buchhandel gehen und diesen unterstützen. Das soll es nun von meiner Seite gewesen sein. Ich freue mich sehr, dass ich euch dieses Buch vorstellen durfte und möchte an dieser Stelle auch nochmal meinen Dank an den Verlag richten, der mir dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich möchte euch am Ende jetzt also nur noch einen schönen Tag wünschen, schöne Lesestunden, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.